Ja, ihr dürft. Okay. Sehr geehrter Herr Minister, Herr Rektor Zinell, vielen Dank, dass Sie sich heute hier bereit erklären haben, bei unserer Übergabeaktion teilzunehmen. Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln dann daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich öffentlich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz Open Data. Das ist ein Auszug aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag mit dem Ziel, ein umfassendes Informationsfreiheitsgesetz für Baden-Württemberg zu erstellen. Sehr geehrter Herr Zinell, wir übergeben Ihnen heute in Stellvertretung an den Innenminister Reinhard Gall 7000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die sich an Sie wenden mit der Aufforderung, tatsächlich ein umfassendes IFG, ein Informationsfreiheitsgesetz, für Baden-Württemberg zu entwerfen. Als eines von 5 übrig gebliebenen Bundesländern hat Baden-Württemberg noch überhaupt kein Informationsfreiheitsgesetz. Es ist also höchste Zeit, dieser in vielen Bundesländern schon eingetretenen Entwicklung zu mehr Behördentransparenz zu folgen, die den Ansprüchen einer modernen Bürgergesellschaft gerecht wird und zugleich deren Voraussetzung ist. Denn wenn Bürger sich mehr einbringen wollen und auch sollen, brauchen sie einfachen Zugang zu relevanten Informationen über das Verwaltungshandeln. In Hamburg sind die Pioniere mit dem seit einigen Wochen schon in Kraft getretenen Transparenzgesetz einen gigantischen Schritt voraus. Dort sind die Verwaltungen verpflichtet, alle für die Öffentlichkeit relevanten Informationen automatisch, also ohne vorangehende konkrete Anfrage eines Bürgers, im Internet zu veröffentlichen. Jeder und jede, ob Bürger, Journalistin oder Politikerin, hat damit zu jeder Zeit Zugriff auf diese Informationen. Ein Meilenstein, der grundsätzlich auch auf den Druck eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses erreicht werden könnte. Nach dieser langen Zeit ohne rechtliche Grundlage für Bürgerinnen, Informationen per Anfrage von ihren Verwaltungen einzufordern, geht es nun in Baden-Württemberg darum, einen guten Grundstein zu legen. Auch wenn es eine Neueinführung eines Informationsfreiheitsgesetzes ist, sollte dabei nicht so getan werden, als wäre man das erste Bundesland, das diesen Schritt ins Ungewisse wagt und sich erst einmal vorsichtig herantasten muss. Im Gegenteil, die Erfahrungen, die in anderen Bundesländern schon seit Jahren gemacht werden, dürfen bei der Ausgestaltung eines IFGs für Baden-Württemberg nicht unter den Tisch fallen. Mehr Demokratie e.V. hat für ein umfassendes und bürgerfreundliches IFG einen Aufruf gestartet, weil erste aus dem Innenministerium, also von Ihrem Haus, kommende Eckpunkte zu zögerlich, zu zurückhaltend und zu einschränkende Regelungen vorsehen. Über 7000 Bürgerinnen und Bürger teilen unsere Einschätzung und fordern mit uns. Beim Informationsfreiheitsgesetz darf nicht durch hohe Kostenbescheide oder mögliche Kostenbescheide abgeschreckt werden davon, dass Recht auf Information wahrgenommen wird. Außerdem ist für uns nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel die Schulen, Hochschulen, Verwaltungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Banken und die Selbstverwaltungsorganisation der Wirtschaft, die IHKs, ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch der Landtag von vornherein von der Informationsfreiheit ausgeschlossen sein sollen. Zudem schlägt auch ein Gutachten über das Bundesinformationsfreiheitsgesetz eine sogenannte Abwägungsklausel vor. Ein Informationsbeauftragter könnte dann aufgrund der Klausel bei sensiblen Informationen entscheiden, ob das öffentliche Interesse überwiegt und einer Veröffentlichung stattgegeben werden sollte. Außerdem fordern wir, weiten Sie den Kreis der Auskunftspflichtigen und inkludieren Sie auch private Anbieter, soweit sie sich überwiegend im öffentlichen Eigentum befinden oder soweit sie öffentliche Aufgaben, in Ihrem Entwurf steht Verwaltungsaufgaben, wahrnehmen. Diese und viele weitere Verbesserungsvorschläge hat unser Bündnispartner für ein weitreichendes Informationsfreiheitsgesetz in Baden-Württemberg, das Netzwerk Recherche, Ihnen bereits in einem Gutachten zukommen lassen, das sich auf die Eckpunkte aus dem Innenministerium bezieht. Außerdem liegt ein ausformulierter Gesetzentwurf für Baden-Württemberg vor, der sich an den höchsten Standards in Hamburg orientiert. Wir wissen, eine Übertragung ist nicht direkt möglich, weil Hamburg ein Stadtstaat ist und Baden-Württemberg ein Flächenland. Aber auch andere große Flächenländer haben schon Gesetzentwürfe für umfassende Transparenzgesetze auch in Flächenländern ausgearbeitet, zum Beispiel das Bundesland NRW. Das sind aber Ziele für die Zukunft. Das Bündnis für ein umfassendes Informationsfreiheitsgesetz hier in Baden-Württemberg, das auch noch besteht aus anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie zum Beispiel Verdi, Transparency International und auch die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit, wird sich weiter in dieser Sache hier engagieren
damit wir bald, und die Betonung liegt auf bald, denn es ist schon viel Zeit vergangen in dieser Legislaturperiode, ein IFG in Baden-Württemberg bekommen. Die 7000 Unterschriften überreichen wir Ihnen heute in einer Miniaturnachbildung des Innenministeriums. Die Besonderheit ist, wie Sie sehen, Wände sind durchsichtig und symbolisieren damit das Ziel eines umfassenden Informationsfreiheitsgesetzes für den Bürger und die Bürgerin transparente und einsehbare Behörden. Wir haben großes Vertrauen, dass die Umsetzung eines Informationsfreiheitsgesetzes sowie die Reform der direkten Demokratie in den Kommunen und auf Landesebene als maßgebliche Stärkung der Bürgerbeteiligung mit zu den Prioritäten der Landesregierung für die verbleibende Zeit in der Legislaturperiode ist. Und bedanken uns hiermit für die Annahme und hoffentlich auch Beachtung der von uns an Sie herangetragenen Ansprüche an ein Informationsfreiheitsgesetz, was sozusagen wirklich mehr Informationsfreiheit in vollem Ausmaß selbstverwirklichbaren bereitstellt. So viel von unserer Seite. Ja, zunächst bedanke ich mich bei Ihnen für das Statement und natürlich das Kunstwerk, das wir jetzt im Hause haben, das uns an Transparenz erinnern soll. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass im Innenministerium natürlich auch immer sehr geschützte Daten beherbergt. Das heißt, eine vollständige Transparenz in dieser Symbolik, das zeigt, wird es auch im Innenministerium, egal wie das Gesetz eines Tages aussehen wird, nicht geben, und zwar aus guten und nachvollziehbaren Gründen. Aber zunächst auch einen herzlichen Dank für das Engagement von mehr Demokratie. Wir sind nicht immer einer